Mehrere Dutzend Soldatinnen und Soldaten sind seit heute Morgen im Einsatz, um FFP2-Schutzmasken an soziale Einrichtungen in ganz Österreich auszuliefern. Gestern am Abend ist eine Anforderung, eine Assistenzanforderung des Gesundheitsministeriums bei uns eingetroffen. Da geht es darum, dass bis spätestens am Montag in etwa 52.000 FFP2-Masken an 243 Sozialeinrichtungen in ganz Österreich geliefert werden sollen. Und die perfekte logistische Arbeit, die das österreichische Bundesheer leistet, hat heute dann um 0700 bereits begonnen, sodass wir wahrscheinlich heute noch fertig werden. Es gebührt ganz großer Dank den Soldatinnen und Soldaten und den Zivilbediensteten meines Ressorts, die hier ihre besondere logistische Kompetenz wieder mal unter Beweis stellen. Und wir sind sehr dankbar, dass Sie die CS Caritas Soziales unterstützen durch diese Maskenübergabe. Herzlichen Dank an das Bundesheer.